Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge LS22 How to Belong. Ja, die erste richtige Folge, wir haben ja einmal gestreamt und dann nochmal, das ging ein bisschen in die Hose. Was haben wir gemacht im Stream? Ich zeige jetzt mal eine kurze Zusammenfassung, aber ihr könnt natürlich auch den Stream gucken. Wir haben hier, ups, landtechnisch haben wir, ich mache es mal hier so, wir haben, Freunde, 40, 38, 39 als normale Felder. Da, die sind beide schon angesät und fertig. Das hier müssen wir noch ernten. Das machen wir aber morgen, also in-game morgen. Genau. Dann haben wir hier noch die 20, die wollen wir zu einer Wiese machen. Und da haben wir oben schon Schafe. Die haben wir gestern im Unfall-Livestream ein bisschen gekauft. Fuhrparktechnisch müssen wir mal schauen, wo hier. Genau, hier ist unser Tor. Wir haben hier ein bisschen die Tore ein bisschen zugestellt. Wir haben hier einen gebraucht gekauften Cedor. Haben wir gebraucht mitgekauft. Ein Striegel, neu. Einen Düngestreuer neu. Eine Sämaschine neu, auch wenn sie nicht mehr neu ausschaut. Ein Drescher neu, den Class Dominator, ist ein Mod. Quicke-Teleskoplader mit. Teleskoplader, sag ich schon. Frontlader mit Gabel neu. Saatgut und Dünger, aber das ist ja klar. Schneidwerkswagen, genau. Das hier haben wir einmal hier. Oh, ups. Und dann genau haben wir hier noch unseren 7810. Und damals gestern noch ein Wasserfass dazu gekauft. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir Wasser finden. Da werden wir mal auf die Insel fahren, wie ich gestern gesagt habe. Und dann zu den Schafen hoch. Und kurz noch zu den Einstellungen. Wir spielen mit allem an. Und ein Monat ist aktuell ein Tag. Das habe ich festgestellt auf meinem privaten Spielstand, dass das für einen Anfang gar nicht so schlecht ist. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwo Wasser herbekommen. Und zwar fahren wir dafür jetzt mal auf die Insel. So, das ist übrigens jetzt so mal der Grundplan. Wir haben noch 325.000 Euro übrig, haben keinen Kredit offen. Wir haben hier auf Farm Manager gestartet. Damit wir ein bisschen reinkriegen, was direkt. Nebenbei haben wir noch die Mehlproduktion und eventuell kaufen wir uns noch die. Da drüben holen wir Wasser. Und nebenbei kaufen wir uns eventuell noch die Schneiderei für die Wolle. Da müssen wir dann später mal gucken. Mal schauen, ob wir es heute machen oder morgen. Morgen nicht, am Montag. Also, heute ist Freitag. Und nächste Woche Montag kommt LS, Dienstag LS und Samstag kommt LS. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir da unten Wasser holen können. Aber das sieht auf jeden Fall schlecht aus. Wir fahren, wie gesagt, mal auf die Insel. Ich meine, der Bulldog, der zieht ja das Fass irgendwo schon raus. Das müsste gehen. Genau. Dann nächste Woche startet auch das neue GTA Tuners-Projekt. Aber Infos dazu: entweder erst im Projekt oder wir haben im Livestream vom Mittwoch war es, glaube ich, haben wir exklusiv mal drüber gequatscht über das Projekt. Genau. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier irgendwo von der Insel Wasser bekommen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber das sieht. Ja, wobei, doch, hier kommen wir runter. So, dann machen wir das jetzt mit dem Wasser ready. Eine Überlegung wäre noch gewesen, dass wir noch Gewächshäuser anfangen, aber das stelle ich jetzt erstmal zurück. Das machen wir jetzt nicht mit oberster Priorität. Wir können jetzt mal spaßhalber gucken, was hier noch reduziert ist, aber das rentiert sich für uns gar nicht. Den brauchen wir auch nicht und das sowieso nicht. Also ist das für uns hinfällig. Dann hat sich das auch erledigt erstmal. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir da ganz entspannt das Wasser zu die Schafe kriegen. Hoppala.
Das ist hier oben bei der 12. Das heißt, wir fahren da hoch. Und dann spulen wir vor auf nächsten Tag. Und dann können wir die Sojabohnen dreschen auf dem einen Feld. Dann können wir das Feld nochmal tiefenlagern, Steine sammeln. Und dann kommt da ebenfalls Weizen oder so drauf. Ich glaube, Weizen haben wir jetzt gemacht. Wir fahren jetzt mal hier hoch. Wird schon passen. Hoffe ich. Passt natürlich nicht. Dann kürzen wir jetzt hier mal durch den Wald, dabei mal kurz Augen zumachen. Jetzt gar keinen Bock, da nochmal außen rum zu fahren. Wir müssen ja ein bisschen was schaffen jetzt hier. Augen kann er wieder auch machen. Was mache ich denn? Wir hätten da auch geradeaus fahren können. Jetzt fahr mal von oben rein. Können wir uns die Map noch ein bisschen anschauen. Zähne, einfach ein Monster. Finde ich total geil, das Ding. Übrigens, die erste Vorstellung von einem Privatspielstand, die hätte ich tatsächlich eigentlich auch gern noch gemacht, relativ früh. Boah, da müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwo noch zwischenschieben oder nächste Woche raushauen. Weil einmal, damit ihr seht, über was ich da immer rede, wenn ich sage, auf meinem Privatspielstand, das schon mal. Und einmal für mich, damit ich einfach ein gesavedes Ding habe, wie ich damals vor 3 Jahren angefangen habe, wenn es dann wieder soweit ist. Das hat man ja im LS19 noch nicht. Da haben wir nur zum Schluss nochmal eins. Das können wir auf jeden Fall machen. Da hätte ich richtig Bock drauf, ist auch kein langes Video, weil bis jetzt ist noch nicht viel. Das würde ich fast sogar vorschlagen, dass man das nächste Woche noch irgendwie reinschieben. Dann wird an einem Tag 2 Videos geben. Vielleicht an einem Samstag. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir endlich da. Da seht ihr schon, habe ich gestern fleißig ein bisschen gemäht. Das machen wir aber nicht mehr so. Das machen wir dann hier unten. Hier steht dann auch noch, zeige ich euch auch noch schnell. Mähwerk und Ladewagen. Bis jetzt im Ladewagen sogar noch ein bisschen was drin. Und die Schafe haben wir, glaube ich, haben wir 8 Stück bis jetzt. Könnte man nochmal aus erweitern, aber ab 4 Monaten, also sprich in 4 Tagen, reproduzieren die sich eh und dann haben wir früher oder später eh mehrere. Das Wasserfass nehmen wir wieder zurück mit zum Hof, falls wir uns doch Gewächshäuser kaufen. Da bauen wir das dann wahrscheinlich öfters, als wenn wir das hier stehen lassen. Hier, wenn wir nicht keine Steine sammeln. Da werden wir jetzt dann noch Wiese ansäen. Das werden wir noch machen, bevor wir spulen. Dann machen wir es nach dem Spulen und lassen das dem Helfer machen und wir dreschen. Müssen wir mal schauen. Ja, schauen wir mal, wie wir es machen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ne, wir spulen. Wir spulen jetzt mal noch einen Tag. Das lassen wir jetzt einfach auf der 120 schön durchlaufen. Und dann sehen wir mal, was die Schafe an einem Tag weghauen. Das wäre einmal wichtig zu sehen. Und dann schauen wir mal, was dann am nächsten Tag fahren wir mit dem John Deere hoch zum Ansäen und dreschen unten. Den Anhänger können wir ja entspannt mit dem Zedor rumfahren, das geht ja. Und allzu lang müssen wir ja gar nicht spulen, das ist ja dann auch nochmal Premium. Ja, ansonsten, ich weiß ja, ich habe zwar alles im Livestream schon ein bisschen erzählt, aber da waren ja nicht alle dabei.
Logischerweise, deswegen kann man es jetzt hier einfach nochmal sagen, und zwar machen wir ja DLC-Vorstellungen wie gehabt, ne? Da könnt ihr mit 3 DLC und einer Add-on-Vorstellung dieses Jahr rechnen, so wie es im Season Pass geschrieben steht. Plus wahrscheinlich noch ein, zwei kostenlose, zum Beispiel Precision Farming, das wird wiederkommen. Und dann haben wir noch neu dazu dieses Jahr, mache ich neu, Giants Standard Mods Vorstellungen. Da kamen wir ja schon, da kamen ja schon beide, die können ja mal so als Vorgeschmack reinziehen. Aber hat sich jetzt nicht viel geändert zum letzten Mal, außer die Map. Dass wir da jetzt auf der Ehrengrad sind und nicht mehr auf der. Ich habe schon vergessen, wie die Map hieß. Ravenport. Hieß die Map. So. Schauen wir mal, wo man das jetzt Wasserfass jetzt mal hier reinstellen. Vielleicht schiebt man das irgendwie da hinten in Eck rein oder so. Boah, eigentlich wäre es auch cool, wenn man das. Kann es sein, dass man hier nur ein Tor aufmachen kann? Mal das zumachen und das aufmachen. Ja. Kann er tatsächlich nur ein Tor aufmachen. Ja, okay. Das Wasserfass, schauen wir mal, wie wir es da reinschieben. Wobei, wenn es draußen steht, wäre es auch nicht so schlimm. Schauen wir mal. Wieder viel zu viel Aufwand für so ein Wasserfass. So. Machen wir hier zu. Und spulen jetzt mal weiter. Können ja mal runterrennen. Kacke. Wir müssten eigentlich noch Unkrautbekämpfung machen. Das machen wir jetzt auch hier einmal kurz abbrechen und ich möchte es generell mal ausprobieren. Weil ich habe letztens den Striegel gehabt. Und jetzt haben wir keinen Pflegeschlepper, ne? Jetzt muss man mal kurz gucken. Obala. Mit welchem Bulldog wir. Welchen Zedo haben wir? Den hier? Oha. Mit welchem Bulldog wir Pflegebereifung machen können. Mit dem tatsächlich. Lol. Die Pflegebereifung von dem ist ja genauso breit wie die Standard. Ja, ein bisschen schmäler. Dann können wir eigentlich auf dem Pflegebereifung drauf klatschen. Und die aber auch drauf lassen, weil die gar nicht so viel schmäler ist wie die jetzt hier. Das heißt, wir fahren mit dem mal kurz hoch zum Händler. Lassen da die Pflegebereifung drauf bauen. Und dann. Weil wir testen mal an mit denen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir. Ja, warte mal, hier geht ja eh nichts kaputt, ne, an der ersten Wachstumsstufe. Wir machen trotzdem mal sicherheitshalber die Pflegebereifung drauf. Auch wenn in der ersten Wachstumsstufe nichts kaputt geht. Aber scheiß drauf, wir machen es jetzt drauf, kostet ja nichts. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir machen die noch drauf und dann ist Ende für die erste Folge. Und dann geht's nächste Woche weiter. Dieses Wochenende kommt noch eine Reaktion, morgen glaube ich. Und am Sonntag ein Siku-Video mal wieder. Und dann nächste Woche. Ganz normal LS, LS, Reaction, GTA, GTA, LS, Reaction. Das ist der Plan für nächste Woche. Boah. So, Zustand, wenn wir schon mal da sind. Und dann
Pflegebereifung. Ist irgendwie jetzt tatsächlich viel geändert, ne? Aber es ist Pflegebereich, das heißt, es sollte nichts mehr kaputt gehen. Gut. Ich fahre zurück und nächste Folge dann Unkrautbekämpfung. Und dann spulen wir weiter, bis hell ist wieder. Und dann schauen wir mal, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao.